Und willkommen zurück. Wir spielen dann gleich mal weiter. Also wie gesagt, es ist eigentlich ein Take. Folglich sind die Witze auch die gleichen. Abgehalfterten alten Scheißdreckswitze. Aus dem Fips Asmus, ein Gedächtnisbuch. So, das heißt, wir müssen auch speichern. Unter Let's Play 004. Und weiter geht's. So, na, er hätte auch automatisch gespeichert. Das ist eine Ruine, ich will die Ruine sehen. Warum rennt er denn immer weg? Immer wenn es was Cooles ist, haut der Kerl ab. Eine Stachelratte. Probieren wir uns an dieser Stachelratte. Wenn er schon ausgewachsen ist. Super Idee. Da war noch eine zweite. Gut, gleich zu Beginn des neuen Teils mehrfach verreckt. Aber jetzt kommt mein Kollege. Jetzt ist mein Kollege da. Mit einem Witzzauberspruch beruhigen. Das ist ja mal goldig. Arschloch! Du bist ein elender Wichser, du Hurensohn! Worauf wartest du? Ja, dass ab und an mal was passiert. Großer Sumpf. Wir wollen weiter in den großen Sumpf. Wenn du hier dem Weg weiter Richtung Norden folgst, kommst du in unser Lager. Aber lass dich von unseren Jägern nicht zur Arbeit einspannen. Die faulen Hunde suchen nur einen Grund, um nicht jagen zu müssen. Danke, ich komme schon zurecht. In Ordnung. Ich gehe dann mal wieder auf meinen Posten zurück. Viel Glück. Wir sehen uns. Ja, ich folge dir, du Vollorfe. Ich möchte ja dann noch den anderen Ort noch gezeigt bekommen. Geht eigentlich hin, wenn wir da runtergehen? Was sagt denn die Map? Kommen wir irgendwie zur Küste? Das könnten wir mal machen. Gehen wir mal runter noch zur Küste und dann dürfte Neil auch schon wieder an seinem Bestimmungsort sein und uns seinen großen Penis in den Bauch rammen. Das sind so Vögel. Wir speichern nochmal sicherheitshalber und wagen uns an die Viecher ran, nachdem wir noch was gegessen haben. Ihr rohes Fleisch können wir nicht essen. Aber eine Hähnchenkeule können wir essen. Und jetzt wagen wir uns an die Viecher ran. Okay, die sind, glaube ich, noch ein bisschen zu stark. Okay, das hat noch keinen Sinn. Wir sollten abhauen. Neil, hilf uns. Also, mir. Ich hab Angst. Wow, jetzt sind es schon 3 Stück. Warum? Warum sind es auf einmal 3? Das ist ein Wildschwein. Oh Gott, sie haben aufgehört. Gott sei Dank. Also man stirbt noch immer unglaublich schnell in einem guten deutschen Rollenspiel. Aber da drin gibt es bestimmt ein Bett oder irgend sowas. Ach, zeig mir den Weg zur Hafenstadt. Zeig mir den Weg zur Hafenstadt. Kein Problem, folge mir. So, laufe er vor. Vielleicht gibt es da noch mehr einfache Gegner, die uns nicht gleich um die Ecke bringen. Flattert was. Das könnten irgendwelche Grabmotten sein. Das ist ein Wolf. Ein Wolf, ein Wolf, ein Wolf, ein Wolf, ein Wolf, ein Wolf. Ja! Ein hungriger Wolf. Den haben wir fertig gemacht. Worauf wartest du? Siehst du den Bauernhof unten im Tal? Klar, ist ja nicht zu übersehen. Dort unten arbeiten einige Novizen. Du erkennst sie an ihrer braunen Kleidung. Novizen sind Lehrlinge der Magier aus der Vulkanfestung. Sprich mit ihnen. Sie werden dir helfen, zur Hafenstadt zu kommen.
Aber hüte dich vor den Weißen. Sie arbeiten mit den Magiern zusammen. Die verstehen keinen Spaß. Wenn sie dich erwischen, hauen sie dich um und werfen dich in die Vulkanfestung. Danke, ich denke, ich hab's kapiert. In Ordnung, dann gehe ich mal wieder auf meinen Posten. Viel Glück, du wirst es brauchen. Wir sehen uns. So, prinzipiell bin ich ein großer Fan vom Magier-Dasein in so Rollenspielen. Und ich glaube, das werden wir auch machen. Ganz viele Grabmotten. Die sollten wir eigentlich schaffen. Oh, ja. Denn das sind keine Grabmotten. Das sind keine Grabmotten, Grabmotten. Das sind was anderes. Korn. Zusammen packen wir das. Oh, fuck. Aufgepasst! Ich habe gerade den ersten eingebrochen und auf dem Gewissen. Ja! 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 Gar nicht mal so yeah, wir haben unsere ersten höherwertigen Gegner besiegt und haben einen Novizen auf dem Gewissen. Schon schade. Benny. Oh Gott, der hat auch noch einen Namen. Oh Gott, der Arme. Korn müssen wir bestimmt für irgendeine Quest sammeln. Machen wir mal gleich. Gleich mal das Korn sammeln. Vielleicht gibt es dann auch eine CD noch dazu. Oh Gott. Ein Huhn. Hühner könnten wir auch sammeln. Ich finde, Hühner sollte man viel häufiger farmen können. Korn? 7 von 10 Korn. Hä? Gibt es denn noch mehr Korn? Großes Gras. Da ist noch Korn. Wo ist denn noch Korn? Da ist noch Korn. Ah, wir kriegen die Erfahrungspunkte schon, bevor wir die Quest überhaupt gemacht haben. Schön. Willkommen, Fremder. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich komme auch nicht von hier. Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich hoffe, du weißt, dass es verboten ist, auf der Insel frei herumzulaufen, ja? Naja, soll mir recht sein. Solange dich die Ordenskrieger hier nicht sehen. Sind die Ordenskrieger die Weißen? Wer bist du? Mein Name ist Tristan. Ich bin Novize der Magie. Ich habe hier die Aufsicht. Diese ehrenvolle Aufgabe ist mir direkt vom Bund der Magier verliehen worden. Was ist das für ein Ort hier? Du bist hier auf einem Bauernhof, der der Inquisition untersteht. Wir bestellen das Land und sorgen uns um die Tiere hier. Unsere Arbeit sichert den Wohlstand und die Versorgung der Armee des Inquisitors Mendoza. Mendoza. Nicht Mendoza oder so. Naja. Was haben die Magier mit der Inquisition zu schaffen? Der Bund der Magier hat hierzulande schon sehr lange seinen Sitz in der Festung am Fuß des großen Vulkans. Es war ein Ort des Studiums und des Glaubens, bevor die dunkle Welle das ganze Land erschütterte und die emporgestiegenen Tempelruinen das Land bedrohten. Es ist ein Segen, dass sich der Inquisitor der Probleme und Bedürfnisse der Menschen auf dieser Insel angenommen hat. Die Magier unterstützen ihn mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, damit das Böse so schnell wie möglich wieder gebannt werden kann. Aus diesem Grund ist die Vulkanfestung heute sowohl Ausbildungslager für Rekruten der Inquisition als auch hohe Residenz der Magier. Verstehe. Verstehe. Nämlich irgendwie an diese Two and a Half Man-Folge, wo Charlie die ganze Zeit antwortet mit Verstehe und dann Held aller Frauen wird. Was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Nun ja, du wirst dich einer Gemeinschaft anschließen müssen. Allein wirst du in der Wildnis nicht lange überleben. Vielleicht wärst du am besten beraten, dich von den Ordenskriegern zum Rekruten ausbilden zu lassen. Die Ausbildung am Kampfstab und die Lehre der Grundbegriffe der Magie würden dir sicher gut liegen.
Vielleicht aber willst du dich dem Gesetz nicht beugen, dann wärst du bei den kämpferischen Banditen besser aufgehoben. Es kann aber auch sein, dass du genauso wie wir Novizen in die Geheimnisse der hohen Magie eingeweiht werden willst. Diese Wahl musst du für dich allein treffen. In jedem Falle aber wirst du in der Hafenstadt für jede dieser Gemeinschaften einen geeigneten Vertreter finden, der dir weiterhelfen kann. Also wenn ich du wäre, würde ich dorthin gehen. Also das ist schon jetzt so ein bisschen unrealistisch. Man trifft einen Magier, der für das Gesetz steht, und der sagt, oh, schließ dich doch auch den Banditen an. Kannst du mich zur Hafenstadt bringen? Ich kann hier nicht weg, Fremder. Ich trage große Verantwortung hier auf dem Hof. Aber Bruder Tellur wird dich sicher dorthin begleiten, wenn du das wünschst. Großartig. Nicht so schnell, Fremder. Wenn du willst, dass wir dir helfen, wirst du uns deine Hilfe sicherlich nicht verwehren, oder? Na, fragen wir erstmal weiter aus und dann bieten wir uns... Wie kommt man in die Hafenstadt hinein? Das Gesetz des Inquisitors besagt, dass sich niemand außerhalb der Stadt aufhalten darf. Zurzeit wird das Haupttor der Stadt von den Ordenskriegern bewacht. Du kannst doch nicht einfach so hereinspazieren, Fremder. Ach komm, ihr Novizen wisst doch sicher, wie man da reinkommt. Nun ja, es gibt einen Weg, aber der ist nicht leicht zu finden. Die Hafenstadt hat noch einen Hintereingang oben im Norden. Soviel ich weiß, wird dieser nur von der alten Stadtgarde bewacht. Vielleicht hast du Glück und sie lassen dich dort hinein. Mhm. Handelt ihr hier auf dem Hof auch? Handeln? Mit wem denn? Außer den Banditen gibt es hier draußen niemanden. Was ist mit mir? Handelt ihr mit mir? Besonders viel habe ich dir nicht anzubieten, aber vielleicht ist ja was Nützliches für dich dabei. Gut. Erstmal Quest. In Ordnung. Was soll ich für euch tun? Sprich mit meinen Brüdern hier auf dem Hof und mach dich nützlich. Wenn wir deine Hilfe nicht mehr benötigen, werden wir deinem Wunsch entsprechen und dich zur Hafenstadt begleiten. Wegen deines Hofes. Die Kornernte hat sich erledigt. Gut, danke für die Nachricht. Hier hast du ein paar Münzen. Gut, dann handeln wir. Lass uns handeln. Also was haben wir denn so an Mist, den wir nicht brauchen? Das gibt Lebensenergie. Na, warte mal, machen wir es mal lieber so. Also, mehrere Jagdmesser brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben das Schwert und es geht. Verkaufen, die Sichel. Hier ein Knüppel. Auch nicht. Mit der Ring, der bringt eigentlich mal gar nichts. Verticken wir mal. Das können wir alles gebrauchen. Das kann man so nicht essen. Hä? Also ich darf das Korn jetzt behalten, weil der Drecksack tot ist. Das ist auch schön. So. Schlüssel, Fackeln, Bratpfanne, Besen brauchen wir sicher. Säge brauchen wir sicher später noch. Ich gehöre nicht dazu. Naja, wenn, dann brauchen wir hier nur eine. Als Trophäe benutzt. Verticken wir mal Muschel. Ja. Zähne verticken wir mal alle. Kann man, wahrscheinlich kann man daraus was craften und es wird mir gerade übelst leid tun, da ich das alles vertickt habe, aber gut. So, was hat er denn? Er hat eine Fackel, Brot, Heiltränke. Heiltränke sind immer wichtig. Heilkraut nehmen wir auch mal mit. Der hat aber ganz schön gesalzene Preise, ey. Ach, das können wir mal machen. Warenkorb handeln. Leg noch 10 Gold drauf. Enden. Ende. Hat echt krass gesalzene Preise, ey. So, dann würde ich sagen, beenden wir hier jetzt mal komplett das Let's Play. Auch Teil 2, also eigentlich Teil 4 müsste das dann wie eben gerade gewesen sein. Wie immer, speichern und tschüss.